Das, worauf man am wenigsten Lust hat. Sterbe. Ja gut, heute müssen wir wenigstens keine Quest lesen, sondern nur annehmen. Okay, jetzt ist wieder dieses Magitech-Ding. Das nicht. Das auch nicht. Und das wahrscheinlich auch nicht. Okay. Dann auf in die Hölle. Den anderen dahinter noch? Ja, brauche ich. So, das hätten wir. So, der da kann mir mal kurz gestohlen bleiben. Ja, falsche Teste. So konsequent die falschen Tasten. Gut. Das hätten wir schon mal. Baumschrat, den brauchen wir auch noch.
Dann erstmal nach da hinten. Nein! Oh Gott. Meistern falsch drücken. Was brauche ich noch? Die Kürbisse brauche ich noch. Ging dann aber verdammt schnell diesmal. Nicht so wie gestern. Komm schon. Und tschüss. Jetzt seht ihr, Viecher sind mich erstmal nicht mehr wieder. Bis Sonntag. Wunderbar. 60 von 150. Da wollte ich hin. 15 Aufträge der Stammeswirke abschließen. Wirk. So. Mönch. Buch in der Geschichte. Auf. Na wohl da. Weil so viel Spaß macht. Schmiedegilde. Donnersprung. Da bist du ja. Gut, dass du es noch geschafft hast. Wenn ich noch länger hätte warten müssen, wäre ich womöglich selber losgegangen. Wiedergeld ist bereits aufgebrochen. Ich möchte dich ebenfalls bitten, Messungen für mich vorzunehmen. Allerdings an einem anderen Ort, als dem, den Wiedergeld untersucht. Wenn du das Äthermessgerät an einer geeigneten Stelle abstellst, wird es besonders hohe Ätherkonzentration ausmachen und aufzeichnen. Und das Beste daran ist, dass die gemessenen Werte sofort zum Übertragen werden. Nur kann ich furchtlose Muskelberge wie Willegard in die Gefahrenzone schicken und die Daten gefahrlos aus der Entfernung erhalten und auswerten. Alles, was du in der Zwischenzeit machen musst, ist Monster erledigen. Der uns umgebende Äther ist wie eine unsichtbare Lebensenergie. Zugleich die treibende Kraft hinter jeder Form von Magie. Wenn jemand stirbt, rinnt seine Lebensenergie als Äther zurück in den Ätherfluss, der ganz Hyderlin durchzieht. Ein kleiner Teil jedoch bleibt dabei in unserer physischen Welt zurück. Dieser verbliebene Äther kristallisiert und formt die Kristalle, mit denen jedes Kind in Eorzea vertraut ist.
Meine Forschungen beruhen jedoch auf der Annahme, bla bla bla, sondern der Äther manchmal. Nimm beispielsweise bla bla bla, Ätherschwelle, bla bla. Wenn nun in sehr kurzer Zeit sehr viele Leute, sehr viele Leben verwirkt werden, wie etwa während einer großen Schlacht, kann die ätherische Energie nicht vollständig zurückfließen. Teils kristallisiert sie sich, teils bleibt sie unsichtbar. Nehmen wir die ätherische Energie auf einem antiken Schlachtfeld vermessen, können wir Erkenntnisse darüber gewinnen, welches Ausmaß sie hatte und wie viele Soldaten dabei ums Leben kamen. Alter, wen interessiert der Rotz eigentlich? Außerdem scheint der Äther aktiv die Chakren zu beeinflussen, die wiedergeltende Sophie Aufhebensmacht. Was ja nur logisch ist, wenn man bedenkt, dass es sich dabei eben um ätherische Energie in unserem Körper handelt, die irgendeinem Orden von Mönchen einmal mit einem esoterischen Namen versah. Ich betrachte die Dinge lieber objektiv von einer wissenschaftlichen, aufgeklärten Warte. Dass die ätherische Energie auf historischen Schlachtfeldern die Pflanzen dort größer wachsen lässt als anderswo, ist eine unbestreitbare Tatsache. Die Vorstellung, dass es bestimmte Individuen möglich ist, die Energiezentren in ihrem Körper, in ihren Körpern an solchen Orten zu erweitern, ist also gar nicht mal so abwegig. Kann ich die Mönchsquests einfach überspringen? Also, ohne Witz, wen juckt das, was der da gerade so von sich gibt? Wieder geht es bisher der Einzige, der mich versteht. Selbst meine Kinder haben gemeint, ich würde albernes Zeug reden, als ich es ihnen zu erklären versuchte. Was meinst du, wie schwierig es war, in Ulder Geld geliehen zu bekommen? Ich weiß doch genau, dass sie sich alle hinter meinem Rücken über mich lustig gemacht haben. Aber das ist nun egal. Du bist für Rotgift im östlichen Lanossea verantwortlich. Stelle das Ethermissgerät an einem geeigneten Ort auf. Dann ist nach einer Weile wieder ein und kehre zu mir zurück. So schlagen wir zwei Schokobo-Fliegen mit einer Klappe. Ich bekomme neue Daten über zurückgebliebenen Äther und deine Chakren öffnen sich weiter. Eigentlich gibt es noch viele hochinteressante kriegshistorische Tatsachen, die ich dir über Rotgift erzählen könnte, aber die Zeit drängt. Wenn du dich dafür interessierst, kannst du mich hier noch einmal ansprechen, garantiert nicht. Garantiert nicht, werde ich die Nummer ansprechen. Bei manchen Klassenquests weiß ich, warum ich sie nie gelesen habe. Huch, bin in die falsche Richtung dahin muss ich. Die Katzen da oben mal wieder. Okay, die Katzen prügeln sich. Ich denke, ich mache ungefähr bis halb. Ich kriege tatsächlich mit unserem Hunger. Ich glaube, ich kann nicht noch bis 20 Uhr warten. Ich glaube, vorher bin ich vor Hunger gestorben.
So, Goldschmiedegilde. Geh doch dahin. Muss ja auch noch die Sachen für morgen raussuchen. Weiß ja noch nicht mal, wie noch meine Malersachen von vor 2 Jahren habe. Dahin. Wie war dein Ausflug nach Rotgischt? Hast du auch an mein Ethermessgerät gedacht? Moment, ist da etwa ein Kratzer auf dem Messgerät? Was hast du damit gemacht? Ist es als Keule verwendet? Es ist ein hochsensibles Präzisionsinstrument. Ein Wurf von den klügsten Köpfen der Gal- und Metallwerke. Und hergestellt von den geschicktesten Händen der Goldschmiedegilde. Nun gut, von einer Prügelliese wie dir kann ich wohl kaum einen wissenschaftlichen Sachverstand erwarten. Ich werde mit der Analyse der Messdaten, die Wiedergeld mir gebracht hat, beginnen. Das Messgerät lasse ich hier in der Goldschmiedegilde, um weitere Schäden untersuchen und gegebenenfalls reparieren. Warum gehst du nicht los und lässt deine Chakra-Energieausbrüche an ein paar rabiaten Monstern ab? Anstatt an meinen Messgeräten. Wenn die Reparatur beendet ist und du dich ein bisschen abreagiert hast, habe ich vielleicht wieder Verwendung für dich. Na toll. Ich habe das Gefühl, das ganze Ding ist irgendwie weiter nach oben gerutscht. Oder auch nicht. Nee, irgendwie. So. Geht noch weiter. Suche nach Macht. Glück für dich. Das Messgerät hat durch deine unsachgemäße Behandlung außer dem Kratzer keinen weiteren Schaden erlitten. Und ich muss mich entschuldigen, dass ich so ungehalten reagiert habe. Denn die Daten, die du gesammelt hast, sind phänomenal. Du bist ein Genie auf dem Gebiet der Ether-Energievermessung. Ich würde meinen Hut vor dir ziehen, wenn ich einen hätte. Momente wie diese lassen mich glücklich auf meine Forscherlaufbahn zurückblicken, die ich vor ungefähr 50 Jahren einschlug, als sich der Zwischenfall mit der Mardot-Pilzkultur ereignete. Ach ja, was habe ich seitdem alles erlebt? Bereuen tue ich nichts. Im Gegenteil, ich freue mich bereits auf unsere zukünftigen Erlebnisse. Beim alten Altik, da bin ich doch tatsächlich wieder vom Thema abgeschweift. Bei der Suche nach geeigneten Orten für die nächste Vermessung ist mir etwas aufgefallen. In Eorzea gibt es mehrere Stellen, zu denen es keine Aufzeichnungen über historische Schlachten gibt, in denen der Äther dennoch in Unordnung geraten ist. Bisher habe ich mich bei meinen Forschungen immer auf die von mir persönlich aufgestellte These gestützt, dass der Äther immer dort gestört wird, wo Schlachten ausgetragen werden. Wenn man diese neue Deckung in Betracht zieht, lässt sich allerdings vermuten, dass man seit jeher bevorzugt die Orte zum Kämpfen ausgewählt hat, an denen der Äther bereits gestört oder korrumpiert war. Wiedergeld habe ich damit beauftragt, das Thronfeld einen bedeutenden Kampfschauplatz aus dem Purpurlaubkrieg zwischen Alamigo und Redania aufzusuchen und zu vermessen. Dich möchte ich gerne um 2 Dinge bitten. Zuerst einmal besorge das Messinstrument mit den Messdaten, das Wiedergeld in Klein Alamigo in Südtanalan aufgestellt hat. Es handelt sich dabei um eine ältere Baureihe, bei der die Daten nicht automatisch übertragen werden. Danach besuch bitte einen der Orte, an denen die ätherische Energie gestört ist, um dort die ätherische Energie zu messen. Stell zu diesem Zweck das Ether-Messgerät in Natternhain im Südwald auf. Bring es mir nach Beendung der Messung wieder zurück. Ich werde wie zuvor die gesammelten Daten analysieren. Wenn du etwas über die Bedeutung des Tonfeldes während der Purpurlaubkrieges erfahren möchtest, brauchst du mich einfach danach zu fragen. Nein, garantiert nicht. Bin froh, dass es diesmal nicht in einem ewigen Gelaber geändert hat.
So. Was? So. Gut. Da ist er auch schon. Das kommt mal hier hin. Willkommen im abgelegensten Niemandsland. Ich freue mich sehr, dass du die weite Reise auf dich genommen hast, um mich zu sehen. Ich verstehe. Die Messdaten möchtest du von mir? Nun ja, das ist etwas problematisch, da meine Messungen noch nicht abgeschlossen sind. Beziehungsweise sind die Daten noch nicht ausgewertet. Das dauert bei dem alten Modell etwas. Aber lass uns doch über deine Aufgabe reden. Du solltest Messungen im Natternhain im Südwald vornehmen, richtig? Dort, wo die ätherische Energie gestört ist, obwohl dort keine historischen Schlachten stattgefunden haben. Was hältst du davon? Du begibst dich zum Natternhain und nimmst dort Messungen vor. Ich folge dir dorthin, sobald ich hier fertig bin. Es tut mir wirklich leid, dass du den weiten Weg quasi umsonst auf dich nehmen musstest. Dann, wir sehen uns im Natternhain. Oh Gott. Warum? Kann man da nicht mal vorher Bescheid sagen? Einfach mal so anpiepen und sagen, hey. Brauchst nicht hierher kommen, bin noch nicht fertig. Weil ich frag mich ja, woher er weiß, dass... Na gut, vielleicht wurde es ihm vorher gesagt. Hat man ja nicht. Klassenquest. So schlimm. Jetzt mal wieder aufs Neue. Hi. Jetzt warte mal. Daher ist das so. Du machst schneller Fortschritte, als ich erwartet hatte. Eigentlich hatte ich vor, hier vor dir einzutreffen, aber ich war wohl zu langsam. Der Äther dieses Ortes hat bereits dein Chakra geöffnet. Für mich ist hier also nichts mehr zu holen. Wir Mönche wandern über die Schlachtfelder, um unsere Energiezentren zu öffnen. Allerdings funktioniert dies nur einmal auf jedem Schlachtfeld. Man kann an ein und demselben Ort nicht zwei Chakren öffnen, zumindest für eine ganze Weile. Da du bereits das Tonfeld besucht hast, hatte dieser Ort keine Bedeutung mehr für mein Training. Deshalb wollte ich einen anderen Ort aufsuchen, um Messungen durchzuführen und gleichzeitig meine Fertigkeiten verbessern zu können. Ich hätte gleich hierher kommen sollen, ohne vorher in kleinen Alamigo zu verweilen. Keine Sorge, der Professor wird mich nicht zur Rechenschaft ziehen, nicht wenn ich ebenfalls hier eine Messung durchführe. Ich weiß nicht, wie genau die Daten sind, die diese Messinstrumente aufzeichnen. Aber der Professor wird sicherlich nicht bemerken. Er wird sich höchstens über eine vermeintlich neue Entdeckung freuen. Vorausgesetzt natürlich, dass du ihm nichts von meinem kleinen Geheimnis erzählst. Daher ist es, ich möchte dir etwas anvertrauen. Du sollst wissen,
dass ich einer der Anführer der Alamigo-Befreiungsarmee bin. Wir wollen unsere Heimat von den galeischen Besatzern befreien. Unsere Kraft reicht einfach nicht aus. Mit überseeischen Technologie lässt sich gegen die Magitek-Waffen des Kaiserreichs nichts ausrichten. Schwerter und Bögen wirken dagegen wie Spielzeug. Deshalb versuche ich hier in Eosea mein Training abzuschließen und die Kampfkunst der Mönche zu meistern. Ich verlange nicht von dir, dass du dich unserer Armee anschließt oder den Professor betrügst. Ich möchte dich nur darum bitten, das Gesagte für dich zu behalten. Wenn der Professor von meinen wahren Beweggründen erfährt, wird er womöglich nicht weiter mit mir zusammenarbeiten wollen. Sein gutes Herz, aber außer seiner Forschung, scheint ihn wenig zu interessieren. Sein profundes Wissen über Kriegshistorie erleichtert mir das Auffinden historischer Kampfschauplätze erheblich. Ich kann es mir nicht leisten, das zu verspielen. Ich muss die Energie aller Chakren meines Körpers zu nutzen lernen. Ich brauche einfach mal Macht. Ich habe genug von den Misshandlungen vom Hunger. Ich möchte einmal vor meinem Tode ein freies Alamigo betreten können. Entschuldige, ich habe mich etwas gehen lassen. Kannst du mein Ethermessgerät zum Professor zurückbringen und erzähle ihm nichts von dem, was ich dir anvertraut habe? Und wieder nach Ulda. Bisher geht's aber schnell voran. Okay. Goldschmiede. Und dahin. Schon zurück? Dann gib mir mal die beiden Messgeräte. Danke, sehen tadellos aus. Du warst zwar etwas vorsichtiger diesmal, sehr löblich. Die Analyse der Daten wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, besonders weil ich diesmal zwei Datensätze abgleichen möchte. Bin gespannt, welche Schlüsse man aus einem direkten Vergleich der beiden Messungen ziehen kann. Und du? Du hast eine neue Technik erlernt. Dann hast du ja etwas, das du üben kannst, bevor es weitergeht. Noch sehe ich nicht wirklich aus wie ein Mönch. Seine physische Attacke auf alle Gegner. Okay. Noch. Alter, wie viele Fähigkeiten kriegt man denn? Ei. Ihr beiden wollt mich verschaukeln, hm? Haltet euch wohl für besonders klug. Dachtet, dass ich es nicht merken würde. Aber nicht mit mir, nicht mit Professor Erik. Ihr beiden habt genau denselben Ort vermessen. Hast du irgendeine Idee, was ich durchleiden musste? Die gleiche Energie musste das gleiche Hintergrund rauschen. Tag und Nacht habe ich mir den Kopf über das Warum zerbrochen. Ich hätte fast eine Glatze bekommen. Was habt ihr zwar euch bloß dabei gedacht? Schon wieder diese esoterische Gelaber über Chakren. Wie oft muss ich wieder Geld und dir wohl zukünftig auch nur erklären, dass es sich dabei um nichts weiter als unsichtbaren Äther handelt? Warum einem wissenschaftlichen erforschten Phänomen wie Äther einen neuen Namen verleihen? Wo wir gerade bei Namen sind. Ich hatte bereits mit dem Gedanken gespielt, euren Namen einmal unter meinem zu setzen, wenn ich meine These publiziere. Da war ich wohl etwas voreilig. Wie gesagt, Nomen est Omen, aber hier spielt die Nomenklatur keine große Rolle. Wiedergelds mystische Chakren, die er sich zu Nutzen machen möchte, sind ganz simpel gesprochen ätherische Energie. Diese Energie beherrschen zu lernen mag faszinierend sein und verdient sicherlich auch Anerkennung. Doch wenn du mich fragst, haben die Mönche diesen Umstand bewusst mystifiziert, um es einfach erfolgreich zu beeindrucken. Sie lehren eine göttliche
Vorbestimmung. Versprechen Macht im Gegenzug für Gehorsamkeit. Für mich ist Ragas Faust eine Religion wie jeder andere. Denn sie hat das gleiche Ziel, andere Individuen zu kontrollieren. Äther jedoch erfüllt jedes Lebewesen dieses Planeten. Er ist genauso wenig übernatürlich wie du und ich. Einige wenigen ist es möglich, diese Energie anscheinend mit Hilfe ihrer puren Willenskraft zu steuern. Weder Geld und auch dir ist dies ja bereits zu einem gewissen Maß gelungen. Euer Streich ist vor eurer jugendlichen Ungeduld und Unreife zu schreiben. Naja, einmal will ich euch vergeben. Schließlich war ich nicht immer so perfekt, wie du mich nun hier stehen siehst, sondern auch einmal jung. Ich selbst habe damals auch Fehler gemacht, so behaupten zumindest einige. Birgit hatte mir jedenfalls erzählt, dass er das siebte und letzte Chakra öffnen möchte, damit er alle Energiekanäle seines Körpers frei nach seinem Willen steuern kann. Dies stellt bei den Mönchen anscheinend die größtmögliche Errungenschaft dar. Der Äther in euch hat euch verraten. Eure Chakren haben mir sozusagen zugeflüstert, das war für Mönche leicht verständlich zu machen. Eure Anwesenheit bei den Messungen hat ein interessantes Phänomen verursacht, dessen Bedeutung ich nun endlich begriffen habe. Eure geöffneten Chakren waren als Hintergrundrauschen mit ätherischem Energiefluss messbar. Und das Faszinierende daran ist, dass ihr Energiemuster mit dem des Äthers auf den historischen Schlachtfeldern resoniert. Das bedeutet kurz gesagt, die ätherische Energie historischer Kampfschauplätze beeinflusst die ätherische Energie in eurem Körper. Ja, sie verstärkt sie sogar. Dieses Phänomen ist dafür verantwortlich, dass sich eure Chakren geöffnet haben. Ich kann nicht glauben, dass ich nun auch immer öfter diesen Begriff verwende. Es ist also gut möglich, dass es einen Ort gibt, dessen ätherische Energie genau das richtige Energiemuster aufweist, um im siebten Chakra zu resonieren. Ein Schlachtfeld, auf dem sich besonders große Mengen an ätherischer Energie angesammelt haben, könnte das größte Energiezentrum des eigenen Körpers aktivieren. Ein ultimatives Schlachtfeld, um das ultimative Chakra zu aktivieren. Also gut, ich habe eine ultimative Entscheidung getroffen. Oh, Alter. Ich werde wieder Geld und dich zum Objekt meiner Forschung machen. Nimm bitte dieses Äthermissgerät und begib dich in den Ostwald. Dort ist ein weiteres Schlachtfeld, Lerchenruf genannt. Mithilfe des neuen Messinstruments werde ich Daten über die Wechselwirkung zwischen deiner ätherischen Energie und der örtlichen erhalten. Du weißt, was du zu tun hast. Stelle das Äthermessgerät auf und kämpfe gegen die Monster, damit ich deine ätherische Energie messen kann. Monster sind mit der Energie des Ortes erfüllt, an dem sie leben. Wenn du sie erlegst, wird diese Energie freigesetzt und mit deiner eigenen resonieren. Zumindest in der Theorie. Deshalb brauche ich neue Messdaten von dir, um diese Theorie zu untermauern oder zu widerlegen. Wir werden niemals unser gesamtes Selbst verstehen, aber unseren fleischlichen Körper können wir bis zu einem gewissen Grad begreifen. Möchtest du wirklich einer Kraft bedienen, ohne auch nur zu versuchen, sie zu verstehen? Sehr gut. Was ich mit Wedegard machen werde? Ich werde ihn zu einem Mischwald weit im Osten schicken, wo sich ebenfalls Monster tummeln. Auf diese Weise kann ich einen perfekten Vergleich aufstellen. Ihr werdet beide zu Bestandteilen eines perfekten Experiments. Von dem er uns stundenlang breit erzählt. Oh, ja. Wie viel unnötiges Wissen wollen Sie anhäufen? Spiel. Ja. Oh Gott. Gut. Hier war ich vorhin schon. Falsche Richtung. Wird wahrscheinlich die letzte Klassenquest sein. Müsste schon die 45er sein, die erste, ne? Ja. Ist die erste 45er. Ich muss da runter.
So. Oh, und das kann ich auch wieder zurückgehen. Alter. Also ich glaube, das längste an der Mönchsquest ist das Gelaber vorweg. Ich glaube, das ist das Schlimmste daran. Kannst kaum erwarten, die Messergebnisse von Vilgard und Aldaria zu bekommen. Ah, da bist du ja. Schnell, gib mir das Ethermessgerät. Wunderbar, einfach wunderbar. Man kann ganz deutlich das Leuchten deines Mönchskristalls erkennen. Ich werde sofort mit deiner Auswertung beginnen. Wenn nur Vilgard so wäre wie du. Überrascht? Na, wenn du es genau wissen willst, dann sprich mich einfach nochmal an. Nee, am liebsten nicht. Am liebsten möchte ich dir nie wieder ansprechen. Vierfaches Verhängnis. Oh Gott. Wie viel wollen sie haben? Und da gibt es diesmal nichts. Vilgard möchte dich sehen. Ich weiß nicht, worum es geht, aber schau dich mal bei ihm in kleinen Alamigo vorbei. Doch mal bei ihm in kleinen Alamigo vorbei. Übrigens, in letzter Zeit kommt mir Vilgard nicht ganz geheuer vor. Findest du nicht auch? Er redet von Revolution und Aufstand in solch unwissenschaftlichem Zeugs. Wenn du ihn siehst, dann richte ihm doch bitte aus, dass er sich nicht ewig in der Vergangenheit aufhalten soll. Die Welt verändert sich und wir müssen uns anpassen. Er beschäftigt sich zu viel mit seiner Herkunft, seiner Abstammung. Das sind doch längst überholte Konzepte. Wir alle leben zusammen im Hier und Jetzt. Ach, und natürlich weiß ich von seinen Aktivitäten. Er glaubt, dass ich davon nichts ahne, aber ich stamme ebenfalls aus Alamigo und liebe mein Land. Also, mach dich auf den Weg. Gute Reise. Ja, mein Reise führt mich jetzt auf jeden Fall in die unteren Decks. Junge. Ich werde wahrscheinlich jetzt schon aufhören, weil ich habe echt ein bisschen Hunger. Und jo. Dann mal gucken. Ich weiß auch noch nicht, wann Frisches nach Hause kommt. Bisher hat er mir noch nicht wieder geschrieben. Ich will jetzt einmal kurz hier noch meine Sachen machen. Sachen abgeben. Aber nichts, ne? Gut. Huch. Dann. Ja gut, für dich habe ich halt nichts. Schließen. Das kann ich einmal wegmachen. Welterkundung. Beutezug. Kann ich denn hier Abdorschenkel und komm, mach mal das Bugei. Bin ich wenigstens wieder gerade. Ist schon heute Zeit. Unternehmung. Perfekt. Gut. Dann beende ich das hier. Dann machen wir
Sonntag die Klassenquest hierfür fertig. Dann auf jeden Fall die Silph noch weiter. Dann müsste ich auf jeden Fall auf die 120 dann kommen. Also fast die erste Stufe da fertig. Und starten entweder mit dem Marodeur oder mit dem Schurken. Aber wahrscheinlich mit dem Schurken. Dann mache ich mit dem Marodeur nämlich die ganzen Nebenquests. Und mit dem Hermetiker. Und Hermetiker spiele ich dann durch den Patch. Wahrscheinlich.